Cryostasis Folge 12. Wir sind inzwischen in den Mannschaftsquartieren. Hier ist es aber genauso kalt wie eh und je. Und wir sind hier gerade in einer, wie sagt man denn, einer so einer... So Umkleide, oder? Rückblende auf Raten. Wir kriegen hier Ich dachte, du meinst den Raum jetzt gerade. Mini-Flashbacks. Wir haben eben erfahren, dass der Kapitän weiß, dass sein Schiff, wie sagt man, stillgelegt werden soll und genau. Er damit wahrscheinlich auch in Ruhe standen muss. Und das schmeckt dem alten Seebären bestimmt nicht. Wie heißt denn das auf Deutsch? Auf Englisch ist das Decommission. Stillgelegt. Außer Dienst gestellt? Stillgelegt? Oder, weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Jetzt gehen wir erstmal ins Licht. Da passiert doch bestimmt Scheiß. Oh nein, Wartezimmer. Jetzt kommt so bestimmt irgendwie der Doktor-Zombie, oder? Wo sind Sie? Moment, zur Krankenstation! Zur Krankenstation! Die Krankenstation ist überfüllt. Dann in den Gang, an den Wänden entlang. Schnell! Moment, war das eben gerade die deutsche Synchronstimme von Data? Ich hätte gesagt, die deutsche Synchronstimme von Martin Short. Aber das kann sein, dass es die gleiche ist. Irgendwie klang es. Es klang zumindest bekannt, ne? Ja. Schnell durch das Gerümpel durch. Das machen sie jetzt wahrscheinlich so als Standbilder. Weil sonst hätten sie es halt alles animieren müssen. Chef, wie viel Geld haben wir noch? Es reicht nicht. Wir machen das mit dem Dia-Abend. Welche Schleimlöser haben wir? Alles klar, besorgen Sie Ampicillin und EDTA. Wie viel? Was immer wir haben. Wir brauchen vielleicht alles. Sind das Zwillinge? Weil die gleichen Stimmen hatten. Ja, weil die gleichen Gesichter hatten. Ich glaube, die gleichen Gesichter haben die hier öfter. Doktor, sehen Sie. Augen und Nase mit Wasser ausspülen. Kleidung entfernen, seinen Magen auspumpen, bevor es zu Blutungen kommt. Aber ist es normal, dass da so viele krank sind? Nee, oder? So ein Eisbrecher? Das ist ganz schön eine große Krankheit. Bei Erbrechen, Aeron, eine Tablette, 2 bis 3 Mal. Wenn es anhält, 1 Milliliter Atropinlösung, 0,1% intramuskulär. Bei ständigem Erbrechen, 50 Milliliter Natriumchloridlösung, 10% intravenös. Kein Essen, keine Getränke. Ich bin eh überrascht, wie viele Leute an Bord des Schiffs sind. Oder waren. Was ist denn die durchschnittliche Besatzung von so einem Schiff? Keine Ahnung. Neocompensan Polyglucinum. Alles, was wir haben. Intravenös. Bis zu 400 Milliliter alle 24 Stunden. Und jetzt los! Die Zeit läuft uns davon! Jetzt gibt er doch nur noch an, oder? Denkt sich irgendwelche Namen aus. Dolosonol Forte. Ich bin auch gerade ausgedacht. Das ist eine Schranktür. Lustig. Doktor, er ist kollabiert. 4 Milliliter Cordiamin und 1 Milliliter Mesatonlösung, 1% unter die Haut, sofort. Dann einen Katheter ansetzen mit 4 Milliliter Noradrenalinlösung, 0,1% pro 200 Milliliter Natriumchloridlösung. Aber ernsthaft. Show off. Ist da irgendwo eine warme Lampe? Kann man sich hier an dem... Nö, kommt man nicht ran. Hä? Da geht's nicht auf. Sollen wir hier vielleicht was mitnehmen und uns da drauf betten? Erstmal alles kaputt machen. Da geht's wieder auf, aber... Vielleicht musst du einfach nur wieder zurück. Dass jetzt der super Monster-Man kommt. Wenn man jetzt hier...
Ging es denn im Hauptgang noch weiter? Hier links rum? Bist du wieder zurück, oder? Ne, ich glaube, hier ist falsch. Ja, glaube ich auch. Aber wo war denn da was in dem Raum? Da hinten ist ja nichts. Ne. Ist denn das Licht irgendwie subtiler Hinweis, dass man hier... Ach, guck mal, da ist eine Tür. Die sind aber auch schwer zu sehen. Doktor, bitte sehen Sie sich das an. Was ansehen? Das ist doch bereits klar. Sie strahlen fast. Überprüfen Sie den Puls. Ach so. Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Ach so, ja klar. Dass sie alle verstrahlt sind. Ja, so wie der Reaktor aussieht. Mhm. Hätte man ja mal selber mal drauf kommen können. Mein Gott, haben wir bei Tschernobyl auch nicht. Wir sollten hier übrigens raus, weil hier die ganze Zeit das Röntgen angeht, ne? Das Licht. Er wird warm kurz, siehst du? Ja. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Wer ist denn diese Gestalt in dem Hoodie? Ja, genau. Okay, ich spiele mit. Okay. War das Gitter eben nicht auch schon da? Ich weiß nicht, haben wir auf die Seite der Wand geachtet? Da sind wir jetzt durch den Leichendingsums durch auf die andere Seite gewechselt. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht so auf diese andere Seite geachtet, als wir in den Raum rein sind. Na, Absturz? Nein! Ich hab geklaut. Wahnsinn. Das ist krass, aus dem Lotto gewinnen. Was sind das für krasse Bereiche jetzt hier? So sieht das halt wie ein Gefängnis aus. Mhm. Oh, guck mal, hier hat sich warm, oder? An der Lampe? Nee. Das ist ja komisch. Nennt man sowas nicht die Brick? Ja, aber ist so groß. Das war verschenkt, oder? Ich fürchte auch. Nee. Oder? Nee. Hier durch? Ach, da ist eine Tür. Schau mal. Wo? Nee, hinter dir. Da. Ach, da. Das wird so voll das Türsucht-Let's Play. Mhm. Ah, okay, dann geht die wahrscheinlich mit Strom auf. Aber da ist auf jeden Fall eine Lampe, oder? Über dir? Auch wieder keine zum Wärmen. Was ist denn da los? Sollen sie es aber wissen. Oh, was ist das denn? Hundezwinger oder normale Zellen? Ich glaube, dass das Hundezwinger sind, oder? Obwohl die ganz schön hoch werden. Nee, doch, Hundezwinger.
Schlittenhund, oder? Unser Let's Play-Hund sagt, das ist alles korrekt dargestellt. Gut, dass wir Amy mit im Raum haben. Wir hatten aber ordentlich viele davon. Obwohl, nee, das sind jetzt die normale Gefängniszellen. Nee, das sind für die Deluxe-Hunde. Die haben so Betten und ein Waschbecken. Da auch schon mal bessere Tage, der Kollege. Hallo, ihr Tiere. Wieder einen netten Tag verbracht? Eisberg, Steuerboot voraus! Holt den Arm des Heckkrans ein! Zurückbleiben! Holt den Arm des Heckkrans ein! Oh, wow. Okay. Nee, falsch. Jetzt den dann zu hauen da oben. Blödsinn gemacht auf dem Geländer. Das ist aber wirklich ein lehrreiches Spiel. Wo soll's denn hingehen? In die Freiheit. Gehört ihr zu jenen, die das Recht haben, ihr Joch abzuschütteln? Ernüchtert haben viele ihre letzten Werte verloren. Okay. Na dann los. Das habe ich jetzt nicht ganz geschnallt. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, aber ich dachte auch ehrlich gesagt, dass jetzt sowas kommt wie von wegen, ich knall euch ab und dann so eine Replik, ja, aber du hast nicht genug Kugeln für uns ich alle. Gedacht. Oh. Wie sieht denn der aus? Ist der noch ganz? Ich gehe da jetzt mal, ich gehe mal nett hin. Was hat denn der da im Kopf? Abgesperrt? Och, krass, was ist das? Wow! Shit. Ich komm hier nicht weg! Wie sehen die denn aus? Und was ist das denn? Arbeitskleidung? Haben die so Schrauben im Gesicht? Ja, krass. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Crazy. Da an der Seite waren noch Türen. Rufen die die immer? Ich weiß es nicht. Mit dem Getrommel? Ich bin halt voll am Arsch. Oder sind die das? Aber irgendwie in anderen... Boah. Hä? Das ist ja krass, wie so eine Zelle gebaut. Vorbei. Ja. Aber du hast wieder Energie. Ja, aber... Was für ein Glückstreffer, ey. Was geht denn hier vor? Ich check's gerade gar nicht. Also die sehen ja anders aus, als die Leute, die da sitzen. Fies. Das sieht auch ehrlich gesagt, also das ist, ich glaube nicht, dass das alles echt ist hier. Das ist gar keine Doku.
Yay! Nee, also dass das einfach nicht, entweder bildet er sich das ein oder es passiert nicht wirklich oder es ist irgendwie in einer anderen Dimension oder so. Da hinten war noch eine Tür. Wie ja, immer steckt ein Zauberer dahinter. Jetzt haben wir hier so einen Tommy Gun. Vielleicht wieder mal wieder eine Lampe. Das Abschnitt kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht mehr erinnern. Also an denen mit diesen komischen Streben hinten am Rücken, das kannte ich noch. Aber ja, ich spiele mit. Okay. Hä? Das ist die Erde, oder? Ja. Krass. Also irgendwie geht es halt um Zeit, so viel ist ja klar. Ja, uns ist die Zeit ausgegangen. In der nächsten Folge mehr Mindfuck. Bis dann. Tschüss.